Freunde gepflegter Roboterschießerei, schön, dass ihr wieder dabei seid. Sei es just in diesem Moment live auf Twitch oder im späteren Verlaufe eurer Leben auf YouTube verlängert. Heute gibt es die Lasst mich nicht lügen, sechste Episode. Habe ich gelogen? Ich schaue gerade mal hier in meinen Stream. In mein Video-Feed. Nein, es ist in der Tat die sechste Episode dieses wundertollen kleinen... ist es ein Indie-Game? Weiß ich gar nicht. Ist auf jeden Fall kein AAA-Titel, sieht man an der Grafik etc. Aber in jedem Fall ist es sehr schnuckelig und macht eine Menge Spaß. Macht auch Sinn, wenn man schon die sechste Episode aufnimmt. Das Ding kam zuerst für den 3DS, habe ich glaube ich auch in jeder der Episoden schon aufgesagt. In jedem Fall spielen wir unseren Story-Modus jetzt weiter. Ja, haben ein großes Schiff ausgenommen beim letzten Mal. Es war eine Quest, die wir damit beendet haben und können jetzt zur Lola zurückfliegen. Hier, das Pfeilchen sagt mir, genau da musst du hin. Oh, was ist da los? Ja, kleiner Roboter-Joke. Ja. Was ist hier los? So, nicht Lola, oder? Ich wollte gerade sagen, so sah das doch hier bei Lola vorher nicht aus. Da haben wohl Soldaten dieses Roboter-Pub übernommen. Wo ist Lola? Keiner weiß es. Ah, die Wise Queen. Das ist so die Galaxie-Herrscherin, die Unterjocherin der Galaxie, die wir versuchen kaputt zu machen, auszuhebeln. So, es geht um... Ah, okay. Es sollen Steuern gezahlt werden. Ja. Sie baut einen neuen Planeten. Hat das was von Star Wars? Ich weiß es nicht. Oh. Arbeitercamps kennen wir doch auch irgendwoher. Oh, jetzt wollen sie überprüfen, ob wir Steuern gezahlt haben. Jetzt flüchten wir lieber schnell. Ja, heikel. Oh, da unten will jemand mit mir reden. Hallöchen, sehen wir. Oder wollen die alle mit mir reden? Achso, die können alle ihre Sätze aufsagen. Naja, bla bla bla. Genau, er vermisst das Segel. Hm, sehr gut. So, und jetzt reden wir mit unserem Steuermann. Mit der Wonky. Okay, jetzt jagen wir unsere Gegner, anstatt verfolgt zu werden. Also die Royalisten, wie es hier so schön heißt, müssen wir jetzt platt machen. So. Ja, it's going to be dangerous. Na, schauen wir doch mal. Okay, das klingt jetzt für mich fast so, als würden wir hier aus dieser Map rauskommen. Ja, es sieht aus, als würden wir in eine neue Galaxy fliegen. Machen wir nicht. Ne, wir haben jetzt zum Beispiel noch eine Challenge-Mission, die wir machen sollten. Ne, zum Aufleveln, zum Looten, zum Aufrüsten und so weiter. So einfach kommt ihr mir nicht davon. So, jetzt müssen wir halt gucken. Der hat Level 3, dann haben wir den Captain mit 4. Ich schaue gerade. Haben wir nur noch einen? Oh, und wir haben den Bogdan the Great, den Ivanski. Den müssen wir auch noch hochleveln. Das hilft ja nichts. Dann nehmen wir hier zwei Level 4er und den Ivanski zum Aufleveln. So, was kann er für Waffen tragen? Hier eine dicke Wumme, den Crippler. Jawohl. Leben hoch, immer gut. Und was ist das hier? Noch eine Granate. Jawohl, hat einen schönen Hut. Ja, auf geht's in die Challenge-Mission. Hat wohl nichts mit der Story zu tun. Einfach nur schönes Robotergeballer. So, und da sind wir dann auch schon angekommen auf dem Schiff. Und schauen mal. Okay. Wir können eigentlich jederzeit fliehen.
Aber optional haben wir noch, unten rechts seht ihr das, eine kleine Aufgabe, nämlich Swag zu collecten. Also 5 Loot-Container mitnehmen. Und das ist im Endeffekt das, warum wir hier sind. Jetzt direkt wieder fliehen wäre natürlich Unsinn. So, schauen wir hier durch. Auf geht's, Captain. Wo gehen wir denn zuerst hin? Oben. Oben sieht ein bisschen weniger dramatisch aus. Hier ist viel Platz für böse Jungs. Das heißt, wir gehen erstmal hoch. Da ist einer, okay. Hinter die Tonne. Und Headshot, Baby. Wäre gut. Oh, ich verrück mich direkt wieder. Da ist der Headshot, sehr stark. Okay. Jetzt ging es hier rechts weiter. Müsste ich eigentlich machen. Nicht die Truppe zu weit auseinanderziehen. Jawohl, machen wir auch nicht. Captain rückt auch nach. Upp, das war unser erster Zug. Oben seht ihr den Timer für böse Turrets, die dann aus den Decken kommen. Ja, Ivanski rückt vor und macht den ersten platt. Fragezeichen. Fast platt gemacht. Ja, ich glaube, der Captain kann den jetzt mit einem schönen Trickshot rausnehmen. Ja, inspiriert auch. So, und jetzt hier kommt der Trickshot. 2, 3, 4. Oh, geschafft. Sehr schön. Kann zweimal schießen mit seiner epischen Waffe. Habe ich ganz vergessen. Brauchen wir in dem Fall nicht. Dann gehen wir das Ding von hier an. Okay. Das heißt, Nachrücken ist angesagt. Oh, da kommt der erste Gegner. Das Nachrücken pro Zug an Gegnern ist also schon aktiviert, wie ihr oben rechts sehen könnt. Der Totenkopf ist ein bisschen kräftiger, nicht ausgegraut wie die Turrets, die uns drohen in 4. So. Schöner Headshot, mit dir kann man arbeiten. So, jetzt gucken wir mal. Okay, wir können hier nur öffnen. Das heißt, wir gehen erstmal hier hin zum Nachrücken. So, Iwanski macht die Tür auf. Oder den Deckel. Gucken wir mal. Okay, hier ist auch noch super viel Platz, noch einiges zu tun. Evacuate when satisfied. Ja, das ist eine schöne Aufgabe. Ja, gucken, dass wir jetzt hier so ein bisschen. Na, ja, schlecht. Lief nicht so wie erhofft. Habe ich eine Granate? Nee, auch nicht. Das ist alles eine sehr beschissene Position, um da reinzukommen. Dann machen wir die Tür mal auf. Und ja, ich wollte es gerade sagen, es wäre super blöde jetzt, wenn wir noch mehr Leute ziehen. Haben wir gemacht. Hervorragend. Ich glaube, ich ziehe mich mal zurück. Machen wir mal einen auf clever. Lassen die Gegner kommen. Oh. Der kommt natürlich jetzt nur zum Explodieren. Ja. Alles so eher semi. Ja, ich hätte die zweite Tür nicht aufmachen sollen. Einfach nur weglaufen oben. Ja, du hast zu tun mit ihm hier. Jawohl, der Headshot war wichtig. So, der Captain geht hier hin. Und der Iwanski dahin. Jawohl, das geht noch. Und jetzt hier doppelter Kollateralschaden, sehr schön. Captain wartet. Ja, der rückt nach. Ja, nicht weiter. Schön, das ist okay. So, jetzt mal immer der Iwanski, der hat schon viel Schaden genommen. Hat er. Okay. Wo kann er sich denn hinbewegen? Nirgendwo. Super. Ja, da müssen wir es anders lösen. Er rückt dahin. Hüpf. Jawohl. Iwanski. Warum geht das denn nicht? Ach, der hat bestimmt hier Dingensbums. Irgendwie Crippling-Effekt, dass er sich nicht bewegen kann. Hätte ich ihn auch gar nicht wegziehen müssen. Ja, hat aber trotzdem noch geklappt. Und der Captain darf wieder ausruhen. So, jetzt sind die Turrets active. Auch schlecht. Auch alles semi-geil. So, rückt keiner nach, wie es scheint. Können wir sie nicht mehr locken, oder? So wie es jetzt ausschaut. Okay, dann hilft es ja nichts. Müssen wir den Iwanski einmal vorziehen. Ihn auch und den Captain sowieso. Nein, einen runtergezuckelt. Haben wir da einen, der uns einfach so jetzt ab. Ja, das sind einige, die uns jetzt unangenehm werden können. Dann kann der Iwanski auch direkt nachziehen. Komm, jetzt Risiko. Komm.
Hilft alles nichts. Oh, es war ein unbeabsichtigter Trickshot von der Drecksau. Ja, Captain kann hier hin. Jawohl. Kann ich mit seinem Doppelschuss hier ein Leben, ein Roboterleben beenden. Hat er gemacht. Sehr schön. So, hier wäre dann wieder der Fluchtweg. Okay, Captain ist durch für heute. Er muss jetzt hier einen rausnehmen. Sehr gut. Auch der Turret hat Schaden genommen. Noch besser. Er kann looten. Da liegt irgendwas. Mützen oder sowas, glaube ich. Ah, ich schieße nicht über die Tonne drüber. Und jetzt habe ich sie kaputt gemacht und die Turret hat freie Schussbahn. Selten so dumm. Selten so dumm. Okay. Hier geht's auch wieder weiter. Ja. Können wir jetzt ein bisschen offensiver gehen, weil das Ding wird auf jeden Fall kaputt gehen. Hm. Haben wir. Ja. Problem an der ganzen Nummer ist ja auch, wenn der Ivanski uns wegstirbt, dann kriegt er ja keine Experience Points am Ende des Levels. Das hilft uns also überhaupt nichts, ihn zu riskieren. Geht der Captain mal hier lang. So, und du. Ja. Guckst dir mal die Tür gleich an. Oh, das ist schon alles schon wieder mühsam. Alles schon wieder sehr mühsam. Und auf die Tür. Oh, das ist ein Selbstmörder. Das ist schon mal nicht schlecht. So, Ivanski, jetzt geh einmal sauber. Wo bist du denn? Nein, ich will jetzt hier nach links. Genau. Bis dahin reicht uns sogar. Nächste Tür, nächstes Opfer. So, das klappt soweit. Jawoll, wunderschön. Unglücklich nur, dass hier unten ja wieder nichts drin war. Hätte ich mir also auch schenken können, oder? Ja. So, Ivanski muss jetzt hier auf jeden Fall einen wegnehmen. Jawoll, wunderschön. Läuft gerade bei uns. So, nächster Gegner. Ja. Laufen wir wieder weg und locken ihn raus. Genau das. Sehr gut. Oh, das kannte ich so gar nicht, dass im Dunkeln Gegner spawnen und die dann Druck machen. Die waren uns gelootet eine Runde. Alles geil. Okay. Ja, das brauchen wir nicht. Wir gehen lieber in Deckung. Ah, schade. Haben wir ihn so nicht gekriegt. So, der Captain jetzt hier. Ein bisschen ab vom Schuss. Irgendwas zum Öffnen, was wir übersehen haben. Nein, kann einfach nur bei irgendwem nachrücken. Machen wir am besten auch hier direkt weiter Wege gehen. Dann war das auch schon wieder der Zug. So, wir schauen. Oh, gut, dass wir weggelaufen sind. Das spawnt eine blöde Sau. Und Ivanski geht weiter voran. Ja, wir sehen. Oh, das sind die letzten zwei. Letzte zwei Loot-Bags. Die machst du nicht alleine. So, Focus. Headshot, Baby. Wunderschön. Ja. Der Captain nimmt auch nochmal ran. So, hier schießt er jetzt über die Tonne, wie man sieht, ausgegraut. Und nicht so souverän gemeistert. Eher gar nicht souverän. Jetzt langsam wird es auch heikel. Ja, genau das. Haben wir noch ein Leben. Ja, ich möchte fast sagen, das lassen wir besser. Boah. Er versucht die Drecksau und Trickshot. Ja, wenn man ehrlich ist, die ersten paar Schüsse waren so ein bisschen sorglos und haben uns dann auch wieder einiges gekostet. Von daher soll den Hut looten wir. Da noch hin. Den letzten. Oh, da sind einige noch zu. Oh. Wo müssen wir denn hin? Ah, hier oben ist ein Böser. Den muss ich rausnehmen. Hilft ja nichts. Der hat noch volles Leben. So, aus. Zack, can't move. Ist schon mal gut. Ja, Captain macht den jetzt weg. Oh, kriegen wir den vielleicht mit dem Trickshot? Oh, das wäre natürlich jetzt edel. Ah, schade. Haben wir nicht gekriegt. Schade, schade, schade. Das wäre ein schöner Trickshot gewesen. Da in die kleine Lücke rein. Nein, kein Risiko. Also er macht ihn hier.
Wobei, kann der Ivanski so weit nachrücken? Nein, kann er nicht, okay. Das heißt, ich stelle mal hier hin. Machen ihn weg, genau, das hat geklappt wie gewünscht. Nein, falsch, hier hoch. Ja, hier nachrücken. So, und du kannst schon nach Hause. Macht keinen Sinn. Oh, ist hier eine Mütze zu looten? Ne, die Mütze kann man nicht looten. Dann gehen wir hier rein. Schön gedeckt. Ah, scheiße, ich hätte ihn noch heilen können. Ja, genau deswegen. Ja, werden auf jeden Fall keine drei Sterne oder wie viel man noch immer. Nein, es ist genau der Piss eingetreten, den ich befürchtet habe. Ivanski kriegt keine Experience Points, dann hätte ich mir diese ganze Scheiße aussparen können. Ey. Ach, wie ärgerlich. Wie ärgerlich. Wie ihm nach Hause. Ja, könnte ich sogar. Kann er noch schießen? Kann ich sogar noch. Ja, Headshot nicht getroffen. Machen mit ihm jetzt einfach den Power Shot. Ja. Keine Gnade, weg ist er. Ja, Freunde, stellt euch schon mal darauf ein. Das Level müssen wir eigentlich, oder die Challenge müssen wir eigentlich sofort nochmal spielen. Ja, es kommt auf jeden Schuss an. Ich spiele das immer noch so ein bisschen zu sorglos, ein bisschen zu hektisch. Hier nachrücken. Und nachrücken. Was ich auch dann immer wieder nervig finde, ist die schon höher leveligeren gewinnen oder überstehen das Level jetzt und kriegen dann wieder Experience Points. Das heißt, sie laufen dem Ivanski mit Level 1 immer weiter weg. Den will ich ja eigentlich ranführen an die Truppe, dass ich den ohne weiteres auch in ganz normale, großartige Story-Missionen mitnehmen kann. Aber bisher gelingt mir das eher nicht. Ja, komm. Es sind jetzt viele Gegner im Level. Mach hin, komm. Ich bin jetzt eh gleich weg. Genau, sehr schön. Zack. Der erste geht, der zweite geht und dann wäre es das gewesen für diese Challenge. 30% ist eher witzlos, aber hey, die Ivanski sind schon weggestorben. Von daher wollen wir nicht übermütig werden. Und nun begeben wir uns ans Looten. Was haben wir denn noch mit retten können? Einmal so ein ganz normaler Swagpack. Das ist unsere Währung hier im Spiel, dieses Öl. Dann haben wir eine neue Mütze. Ja, also nichts Dramatisches eigentlich. Und das sind die Reste von Ivanski, der natürlich nicht komplett aus dem Spiel ist. Kein Permadeath bei Steam World heißt. Oh, guck mal, nicht mal einen Stern war es wert. Schön. Ja, ein bisschen Experience Points für die Level 4er. Ivanski wieder nicht rangeführt. Scheiße. Da müssen wir nochmal ran. Hilft ja alles nix. So, was hat er uns zu erzählen? The Wonky. Ja, okay, ist alles mühsam, wir kennen das, la la la. Okay, nächstes Mal ein bisschen konzentrierter spielen vielleicht. So, was haben wir hier? Die neue Mütze will jemand anziehen? Will er? Ja, wo ist die neue Mütze? Da! Neue Mützen braucht das Land. So, der Ivanski ist ja auch eigentlich eher so hierfür vorgesehen. Deswegen würde ich jetzt mal sagen, kann man das einfach so tauschen. Ivanski ist unser Tank. Das heißt, er als Vanguard müsste auch die Rüstung haben. Das passt soweit. So, Sentry ist Damage Dealer und Captain ist halt Captain, ne? Also, nochmal loslaufen mit dem gleichen Team wie eben. So, und ihr kennt das, egal ob ihr auf Twitch live zuschaut oder später auf YouTube. Ich freue mich über Kommentare, beantworte auch gerne alle Fragen zum Spiel. Die Level sind zufällig generiert, das ist auch vielleicht eine kleine Stärke, dass man jedes Level, wenn man so möchte, 20.000 Mal neu spielen kann. Also wenn wir jetzt hier nicht 1 zu 1 das gleiche Level vorfinden, wie noch vor 5 Minuten,
So, auch hier können wir eigentlich wieder den Kasper locken, indem wir wegrennen. So. Machen wir das doch mal. Er rennt ja jetzt raus, hat uns gesehen. Oh nein, nein. Ach, blödeste Geschichte, die er machen konnte, ist dahin rennen, wo er hinter diesem hohen... hinter dieser hohen... hinter dem hohen Schutz hier steht. Oh, mühsam. Trotzdem mal versuchen. Ah, oh, wunderschön. Ja, nicht unwichtig. Schnell reinkommen in das Geknüppel. Zack, nächster Raum. Zwei dabei. Ah, darf ich den Iwanski jetzt eigentlich nicht stehen lassen, weil da hinten der Sniper steht. Kriegt der Captain es hier hin? Nein, kriegt er nicht. Ja, ziehen wir dem Captain mal hier hin nach. Iwanski kriegt die ersten Treffer. Nervt schon wieder. So. Fliehen wir mal. Jetzt aber. Oh, und der hat so einen hohen Radius. Natürlich. Nein, mich verklickt. Sehr. Oh, nee, ist schon wieder. Ist schon wieder schlecht gespielt. Ja, hilft ja nichts. Ja, okay. Das war absehbar. Hier müsste ich eigentlich jetzt einfach hochschießen können, oder? Ja, immerhin. Oder Trickshot. Yo, stark. Ganz starker Trickshot. Yes. Das fand ich jetzt mal stark. So. Okay, lass mal kurz nachschauen. Oben ist nur noch der. Hier unten gibt es was zu looten, das machen wir dann auch mal. Den Swag müssen wir mitnehmen. Da kommen wir eigentlich hier vor die hohe Deckung. Läuft soweit. Also ich bin mir da nie so sicher, ob die KI da vorbeischießt. Oder ob die KI da tatsächlich versucht, einen Trickshot zu setzen, der unangenehm wird. Ich glaube, hier können wir jetzt schon mal offensiv vor und headshotten. Ah, mit dem Powershot. Jawohl, weg Kiste. War vielleicht gar nicht nötig. Oh, Iwanski geht hier unten lang. Und der Vanguard. Der. Wer ist das eigentlich? Wer ist der Kollege? Bottle. Bed. Whatever. Genau. Weit nach. So, was passiert? Ah, da habe ich doch schon jemanden flippen sehen da. Rechts im Bild. Okay, das sind viele. Viele und unangenehme. Also, Rückzug. Kann der Captain den rausnehmen? Ne, ich denke nicht. Ne? Also hier zurück. Weg. Und auch der Iwanski geht mal ein bisschen zurück, weil ich habe das dumme Gefühl, der Typ rechts unten kommt auch sofort reingestürmt. Mhm. Turrets drohen auch. Ja, genau der. Vorbei. Okay, sauber. Oh, der fette Tank, ey. Ne. Nicht so witzig. Dann gucken wir mal, wie wir uns verschieben. Also, Iwanski hier hin. Der ist auch zu nah dran. Der muss auch in Sicherheit. Captain kann nicht hier hin. Der Captain kann zweimal schießen. Captain kann hier oben. Oh, wieder Powershot. Einmal den rausnehmen. Nein. Scheiße. Ist zu wenig. Ist leider zu wenig. Iwanski macht das Ding, bringt das Ding zur Explosion. Nimmst du und nimmst das raus. Okay, soweit, glaube ich, sind wir jetzt gut dabei. Ja, das passt. Okay. Ja, auch schön.
Noch immer keinen Treffer genommen. Jetzt kommt er. Ja, jetzt kommt der Treffer, natürlich. Ja. Iwanski hier vor. Auch wenn es das Explosionsfass ist, an dem wir uns jetzt, zu dem wir jetzt stellen. Der muss raus, genau. Außerhalb des Radius ist natürlich. Captain vor. Und Headshot. Oh, das war wieder zu sorglos. Oh Mann! Jetzt musst du oben den Tür draußen. Oder den Headshot-Typ. Auch gut, okay. Ja, Tank ist langsam da, der ist richtig mühsam zu besiegen, logisch, mit seinem hohen Schild. Ja, Turret kann nix, sehr gut. Vielleicht kriegen wir ihn ja von hinten. Ja, genau. Der Iwanski kann hier mal Meter machen. Gucken, ob der gleich mit seinem Granatwerfer da unangenehm werden kann. Ja, Captain nimmt erstmal den hier. Ah, wobei. Nee, warte mal. Mit ihm vielleicht schon mal versuchen. Ja, sauber. Dann kann der Captain jetzt. Oh, gibt eine Trophy. Bullet Bouncer. Ah, okay, wegen Trickshot, wenn man so möchte. Was kann der Captain denn? Der Captain kann sich. Ah, der kann ein paar mitheilen. Das ist doch schön. Machen wir das. Ah, nee. Wobei doch, das geht. Komm, machen wir jetzt mal. So, zack, auf geht's, Captain. Boah, klasse. Das habe ich so noch gar nicht wirklich auf dem Schirm gehabt. Okay, das war jetzt dumm. Jetzt ist der Iwanski auf einmal wieder mittendrin. Eine Verlosung. Sollte er ja nicht sein. Deswegen rennen wir mit ihm jetzt mal wieder weg. Captain lootet die Mütze. Und macht hier auf. Und er stellt sich hier schon mal so ein bisschen bereit. Ja, da hilft es uns nämlich gar nichts. Wir müssen irgendwie in den Rücken. Oh Mann, wieder zu sorglos hingestellt. Ja, und da noch Glück gehabt. So, Iwanski, was kannst du machen mit deinem. Ja, Can't Move ist so ungefähr das Schlechteste, was ich jetzt kriegen konnte, weil. Ich wollte ja, dass er moved. Aha. So, der ist Nahkämpfer. Da würde nichts passieren. Dann machen wir das mal so. Dem Power Shot. Ja, sehr gut. Ja, das war wichtig. Okay, wunderschön. So, und du bist jetzt hier. Ja, mehr oder weniger nicht wirklich abzuholen. Na, ich muss mit Iwanski aufpassen. Der darf mir nicht kaputt gehen, weil sonst wieder keine Experience von uns. Ach du Scheiße. Jetzt ist der Captain down. Na, hervorragend. Ja, okay. Den nehmen wir aber noch mit hier. Ja. Ja, der ist down. Oh. Und jetzt wird geflüchtet. Können wir noch irgendwas holen hier? Nee, Captain wird automatisch mitgenommen. Naja. Wieder so semi-erfolgreich. Ich meine, vielleicht ist das einfach eine zu große Bürde mit dem Level 1er dabei. Ist so ein Challenge-Level auch nicht dafür gedacht. Wahrscheinlich auch auf jeden Fall nicht gedacht, aber irgendwo müssen. Oh, der steht schon wieder so halb offen. Jetzt wird nachgerannt und geschossen. Da ist er weg. Komm schon, bitte. Dann ist wenigstens der Iwanski noch dabei. Ja, das geht wenigstens. Ah ja, 11%, wird immer schlechter. Oh je. Oh je. Und wir schauen wieder in unseren Loot. Diesmal pritzelt es da ein wenig goldig. Das heißt, da könnte was Vernünftiges drin sein. Power Glove. Spam Wag Thumb. The fate of the battle lies in your hands. Nahkampf plus 2 mache ich so gut wie nie. Kann weg. Es gibt eine neue Mütze. Die sieht sexy aus. Und es gibt die Überreste vom Captain. Ja. Wie gesagt, nutze ich nicht. Kann weg. Und weiter geht's. Wieder keinen Stern, aber Experience Points, ein paar zumindest.
Ach du Scheiße, nicht mal Level 2 geworden dadurch. Hat sich das wieder gelohnt? Meine Herren. Aller guten Dinge sind drei, oder wie sehen wir das? Ja. Wir müssen uns konzentrieren. Ja, genau. Okay, immer weiter. Immer weiter, genau. Immer weiter. So. So. Das Spiel möchte, dass ich weiter wegfliege. Nein. Wobei, sagen wir mal ehrlich, die Challenge-Mission, die ist schon hart, ne? Die ist hart. Gucken wir mal, ob wir hier noch ein paar Sterne sammeln. Ich bin ja auch immer so ein alles auf Max-Level ausreizen Typ. Das heißt, wir haben noch andere Optionen. Ja, nehmen wir mal das Ding hier. Da, guck mal hier. Safe and secure. Klick. Loadout. Und wir spielen mit der gleichen Truppe wie eben. Aber diesmal eine andere Mission. Vielleicht nicht ganz so hardcore. Mit seinen. Mit seinen auch Countdowns. Okay, kaum sage ich es, gibt es hier auch noch einen Countdown. Dann schauen wir mal. Also, hier sind wir gelandet. Dann geht es hier hoch. Und dann haben wir schon wieder drei Türen. Ja, wie bei Geh aufs Ganze oder so. Ah, wo ist der Iwonski? Der macht hier oben. Wobei, das kostet nur einen Zug. Dann machen wir das doch mal hier. Und wen decken wir dabei auf? Ui, das ist eine kleine Truppe hier. Ein Selbstmordattentäter und zwei fette Tanks. Würde ich mal behaupten, gibt es hier schon wieder noch mehr? Nein, da ist keiner. Also können wir uns erstmal hier hinter positionieren. So, ihr rückt nach. Weit weg vom Schuss. Ah, Captain, nur dahin. Oder kann der. Oh, dann hat jetzt hier Königsdisziplin. Den Captain hier schon so über Eck. Ja, wahrscheinlich nicht. Boah. Auch immer bitter, wenn man dann mit dem Trickshot rumexperimentiert und seine eigenen Leute in Gefahr bringt. Uiuiui. Das ist gut, wenn er uns so weit nachläuft. Aber noch nicht angreift. Ja, runter. Ah, schade. So, Iwanski kann schon mal. Ah, wie spielen wir das jetzt? Kann er schon. Er kann schon mal in die Füße schießen da oben. Nein, kann er nicht. Oder? Was habe ich denn da gemacht? Habe ich nur das Schild getroffen? Ich weiß es nicht. Aber der Captain muss jetzt schon mal. Aha, Iwanski steht scheiße. Hier mit dem Kollegen hier hin. Machen wir das mal. Und machen den hier. Ja, alle kriegen ein bisschen was ab. War auch nicht so geplant, selbstverständlich nicht. Ja, ne, da kommen wir nicht durch. Jetzt haben wir zwei dicke Tanks in dem Zimmer. Ja, und die rüsten oder die regenerieren auch immer ein Leben. Ja, also quasi ganz schlecht. Ganz, ganz schlecht. Hier hoch. Müssen wir jetzt irgendwie rausnehmen, den Typen, ist ja klar. Power Shot. Ja. Soweit haben wir schon mal was gemacht. Hier vielleicht in Deckung. Und hinten hin. Ah, stark, das war wichtig. Okay, mal wieder flächendeckend, das darf man nie außer Acht lassen. Setzt es, glaube ich, einmal einen Schlag. Oh, ne, da war noch was dazwischen. Sehr gut, sehr wichtig vor allen Dingen. Jetzt kann der Captain das hier beenden. Wo ist der Captain? Kann er wieder nicht moven? Oh, na, eben so. Ja, klappt. Und noch ein Schuss. Zwei, aha. Eine Etage höher. Ja, komm. Der muss jetzt fallen. Der muss jetzt. Ah, ist auch verschenkt. Kann Iwanski es nicht mehr ändern? Fragezeichen. Versuchen wir es lieber so, dass der Iwanski das macht. Oder hier hoch. Oh Gott, das wird eng. Das wird super eng.
Oh. Geht ins Nichts. Wobei das Ding hat regular shot pierces through characters, aber der pierst nicht. Na ja, komm, hier den normalen Schuss. Come on! Oh, wunderbar. Schöner Trickshot hat geklappt. Alles super. Und Ivanski. Jetzt wird nachgerückt. So, jetzt müssen wir mal kurz schauen. Also, das sind die Dinger, die durch die zwei Generatoren geöffnet werden, die Türen. So, du machst hier auf. So, Captain holt erstmal hier den Swag. So, Captain. Ja. Du hast nichts zu tun jetzt, ne? Das war nicht so clever, die ganze Truppe. Ne? Kann man schon mal hier nachlaufen. So, jetzt geht's weiter. Tür auf, okay. Was war das jetzt? Der hatte. Achso, ja, okay, den muss ich jetzt auch rausnehmen. Hilft ja nichts. Ah, verdammt. Kostet wieder Zeit, egal. Gerade weil wir diese Zeit nicht unendlich haben, müssen wir hier nachrücken. Und nimm ihn raus. Wichtig, wunderschön. Ja, wir kommen voran. Kommen voran. Ja. Das erste Threat Level haben wir jetzt auch schon freigeschaltet. Also nicht so schön. Dreckiger Sniper. Ganz, ganz gefährlich. So, Ivanski holt sich das Ding. Kannst du schon einen beschießen? Nein, eher nicht. Die beiden scheinen nach links rücken zu wollen, aber hier das mit den mehreren Etagen immer so ein Thema. Wenn ich jetzt, ja, das ist gefährlich. Muss ich fast schon wieder hier hin, bevor die mir von unten in die Füße schießen. Was macht der Captain denn jetzt hier vor? Und mit dem Power Shot vorbei, genau. Oh, wie dumm. Wieder ganz dumm gespielt. Hier kann ich jetzt auch nichts machen, weil er so eine Explosionswaffe hat, so ein Granatwerfer, und dann schadet er sich selber. Ja, das ist nur die Strafe für Dummheit. Ja, also Captain Down, können wir die Mission schon wieder abbrechen. Super, läuft bei mir. Das ist wieder ärgerlich. Das ist so ärgerlich. Oh. Warum explodiert das? Ja, jetzt kann ich mich komplett vergessen. Da hilft das auch nichts mehr. Aber die Sache ist ja jetzt. Okay, ich muss jetzt zwar einen Generator kaputt machen. Der ist hier ganz rechts. Irgendwo. Ja, genau da müssen wir rein. Um dann fliehen zu können. Ja, ich würde mal dezent sagen, ich habe das verzockt. Das Blöde ist ja, dass wenn ich die Mission nicht schaffe, ist das nicht halb so wild, sondern das kostet mich dann 50% meines Öles. Und ist scheiße. Einfach nur scheiße. Naja, was soll jetzt offensiv kommen? Zack. Der ist down. Der schießt mir in die Füße, nehme ich mal an. Jawohl. Ivanski kann man nachrücken, ja. Kann man Heiltrank nehmen. Ja. Ja, dann machen wir jetzt mal hier Rambo, ne? Zack. Und Headshot hat nicht geklappt. Jawohl, ist der auch gleich putt. Ja, ein Leben ist super. Der Sniper jetzt fast beendet. Jetzt muss der Ivanski nämlich hier richten. Da werden wir schon wieder schlecht positioniert. Also hier hoch. Und Heiltrank habe ich nicht mehr. Jawohl.
Ja, dann kannst du auch genauso gut schießen. Also erstmal den Iwanski hier mit einem Trickshot versuchen, was zu machen. Oh, genau verkehrt. Genau verkehrt. Ja, der ist erstmal weg. Das ist nochmal gut gegangen. Ja, natürlich überlebt er das mit einem Schuss, mit einem Leben. Ja, ebenso. Ja, es wird jetzt auch immer, kommen auch immer mehr Gegner. Ich glaube, da hätten wir deutlich zielstrebiger und besser spielen müssen. So, Iwanski so schnell vor, wie er kann. So, dann hier oben. Wir müssen zum Sniper, okay. Vielleicht kommen wir da so dran. Oh, jetzt sind sie schon von hinten nachgerückt. Die waren es gerade auch nichts mehr zum Heilen. Ja. Gehen wir mal hier hin. Ist eigentlich fast schon Selbstmord. Und schießen das Ding da hinten hin. Oh! Oh! Wunderschöner Trickshot. Guck mal einer an. Jetzt, wo das Thema eigentlich fast gegessen ist, nochmal rocken. Unsere Super Crew. Wunderschön, so. Nochmal. Ja, genau. Da hast du diesen Hauch von Hoffnung geschöpft. Und da passiert sowas. Okay. Okay. Kein Gegner, sondern nur. Ja, okay. Jetzt müssen wir eigentlich nur noch fliehen. Also, das heißt nur noch. Dadurch, dass wir kein Leben mehr haben und keine Mitstreiter mehr. Wird das eher nix? Ja, hat auch nix an. Medkits. Wobei, wenn wir die Gegner alle nochmal so auf einem Punkt erwischen. Oh nee. Ja, wie billig. Ja, das kostet 3800 Öl. Das dürfte die Hälfte gewesen sein. Von dem, was wir angesammelt haben. Aller guten Dinge sind drei, habe ich gesagt. Die andere Mission habe ich wenigstens geschafft. Die ging ja jetzt richtig in die Binsen. Aber an dieser Stelle machen wir dann auch Schluss. Schön, dass ihr zugeschaut habt auf Twitch. Und auch ein herzliches Dankeschön an dieser Stelle dann vorweg für die, die das Video auf YouTube nachgeschaut haben. In diesem Sinne, folgt allen Kanälen. 140 Zeichen Liebe auf Twitter, ihr kennt das. Bleibt mir gewogen und ja, Let's Play Maker out.